Ja, hallo, herzlich willkommen auf der Map Yasuo. Habe mir mal was Außergewöhnliches geleistet. Das bringe ich jetzt mal hier zum Hof. Der eine oder andere wird es eventuell schon mal gesehen haben bei mir. Hoppala, das ist ein Case-Traktor. Wie ihr seht, Kase, da steht's. Ich finde dieses Teil irgendwie geil. Das Einzige, was ich hier wirklich dann bemängel, so, ist das mal ein bisschen leiser. Was ich hier dran wirklich bemängel, ist, dass man eben, wenn man jetzt hier fährt, dass da keine Figur hinten drauf steht. Ne? Und die Dampfpfeife, die fehlt. Also der, ne, man kann nicht hupen, mal so gesagt. Also die vermisse ich. Da gehört so eine richtige schöne Dampfpfeife rein. Und da müsste eine Figur hinten drauf stehen. Oder da so sitzen, da am Lenkrad. Rechts. Ne, hier, rechts, da. Ne, seht ihr? Dann wäre das Ding sowas von optimal. Ne? Es ist nicht geeignet, um irgendwelche Feldarbeiten zu machen oder irgendwo mit einem Anhänger, damit den man könnte, ne? Hier hinten, seht ihr, da ist eine Anhängerkupplung, Kugelkopfkupplung, man könnte rein theoretisch damit einen Hänger ziehen, aber das ist natürlich alleine bei der Geschwindigkeit, Quatsch, Blödsinn. Aber ich finde dieses Teil einfach nur genial, das ist so gelungen. Ich finde es klasse. So, ich werde hier ein bisschen weiter weggehen wegen der. Ne? Ich fahre hier mal so ein bisschen querfeldein und mit den Eisenrädern da über die Straße, das rumpelt ganz schön, das ist auch nicht so der Burner. Halten die Zähne nicht so aus, weißt du? Nein, den werde ich zum Hofladen stellen, der mittlerweile eröffnet ist. Dann denke ich, bauen wir da noch ein kleines Zelt drüber, damit der nicht im Regen steht. Oder irgendwie ein Abdach, da müssen wir mal gucken. Oder kriegen wir auch noch. Erstmal kommt er dahin. Ich finde ihn einfach toll. Ich kann nichts anderes sagen. Ich finde ihn einfach klasse. Durch Zufall gefunden, das Gerät. Der Gerät, das Gerät. Ihm Gerät. Ja, ihm gerät's denn doch oder so. Keine Ahnung. Ja. Na, wenn das kein Blickfang ist, wa? Holla, 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 holla. Was ein Schnaufall. Ich find's gut. So. Auf zum Feld. Wir müssen eben noch den Drescher abdanken.
So, die Spiegel wieder so bescheuert. Ach so, ah, ja, Eiweiß, Eiweiß. Okay. So. Brrr. Zack. Zack. Bringen wir mal sofort weg. Weizen kommt illegal her, weil Weizen kann man immer brauchen. Wie gesagt, KI-Verkehr kommt immer noch nicht. Aber so was ich weiß, hat der gute Jan diese Woche Urlaub. Und die möchte er auch genießen, als Urlaub. Und das wollen wir ihm auch mal gönnen, ne? So, hallo, ein Stückchen noch so, oder? Plan auf, gibbe. Plan auf, gibbe. Rindert gute Zeug. Immer mit drin. Siehst du, dann kann es ja schon wieder losgehen. Ach, ich wollte mal eben gucken. Oh, mal eben etwas. Ui. Oh. Was machen wir nachher? Da hatte ich doch schon. Da hatte ich doch, ne? Mischration, guck mal, ist schon wieder voll. Hervorragend. Ich glaube, ich habe die doch noch einmal leer gefahren. Wunderprächtig, wunderprächtig. Aber ich habe so wenig Geld. Ah, mein Dampfmaschine war so teuer, da habe ich gar nicht drauf geachtet. So, der bleibt dann jetzt mal hier stehen. Verkehr kommt ja eh keiner hier. Und wenn, passt. Ha.
Ich muss da mal eben. Oh, ist das hier. Hier ist fertig, oder? Auch schön. Da reinhüppen. Ohne Momento, bitte. Was macht er denn jetzt? Also irgendwie. So. Dein? Nee, nee. Feld 12. Dreschen, da ist er. Zurück. Nein. An. So. Und weiter geht's. Ah, Schwarterplage geht auch. Wunderbar. Wunderbar. Ja, das ist das. Tralala, tralala. Ich muss mal wieder Ordnung machen auf meinem Schreibtisch. Hier sieht das aus. So viel Papiergedönse und. Ja. Schlimm. Hier ein Zettel, da ein Zettel. Hier ein Umschlag, da Post. Du bist ja bekloppt in die Birne. Irgendwie kommt mir der Flieger heute so laut vor, oder täuscht das? Muss mal eben schauen. Lautstärke gesamt. So. Hä? Gucken, wie das so ist. Ich kann ja diesen Lärm nicht mehr haben. Ne? Aber das muss wohl am Alter liegen. So, dann machen wir das Feld 12 Blatt. Werden wir die Strohballen einsammeln oder machen wir lose? Ich glaube, wir machen dieses Mal lose. Ne? Könnten wir auch machen. Hauen wir den ins Silo. Machen wir auch. Machen das lose und kloppen das ins Silo. Jo. Ja. Genau so machen wir das. Genau so. Für irgendwas können wir es auch lose gebrauchen. Haben wir wenigstens mal was da. Wenn was ist, habe ich loses Stroh da. Das ist nicht verkehrt. Die Futtermischer gehen ja auch ballen, aber hier, das machen wir jetzt lose. So, für den Fall der Fälle. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das wäre nicht schlecht. Oh,
Kontrolle. Ja, wie sieht es bei euch so aus? Auch schon alle auf Hofbergmann herumtouren oder? Ich habe ja auch schon die ersten Videos aufgenommen. Ich glaube insgesamt, ja, heute kam noch eins, das dritte, glaube ich. Ja, klar. Ne? Nicht klar. Was haben wir da heute? Heute ist Montag, ne? Genau, da kam heute der zweite. TT. Ja, für Dienstag und Mittwoch habe ich noch. Gut, gut. Jetzt hänge ich hier mit der Map Yasuo und mit der Multimap hänge ich jetzt ein bisschen hinterher, weil ich ab Samstag, nachdem die auf Bergmann rausgekommen ist, mich da erstmal mit beschäftigt habe, den Hof erstmal zusammengestellt, alles verkauft und so, dann die ersten Videos aufgenommen. Dann kam ja auch noch im privaten Leben noch ein bisschen was dazwischen. Und ich kann hier nur aufnehmen, wenn ich hier alleine bin, weil ich im Wohnzimmer sitze, wenn meine Frau Fernsehen guckt und ich nehme YouTube-Video auf, ich glaube, das kommt nicht gut. Das kommt mit Sicherheit nicht gut. Oder sie möchte ja auch mal eventuell Musik hören oder so. Oder? Da muss ich da halt ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist alles gut. Upsa. Aber so ist es nun mal, gell? So. Ja gut. Ja, tröt, tröt. Tröte du mal. Es trötet vor sich hin. Macht eventuell auch Sinn. Das ist das denn ja so. So, du kommst da hin. Du kommst da hin. Aber es ist ja immer wieder interessant, wenn so ein Update rauskommt oder eine neue Version von der Karte, egal ob es jetzt die Hof Bergmann oder Multimap oder sonst was ist. Also, als wenn die Leute nicht lesen können. Ne? Es werden immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Und kannst du hier und warum geht das nicht und mach mal und tu mal. Ich verstehe es nicht. Ich habe mir die hier von der Multimap, habe ich mir die Videobeschreibung runtergeladen, ausgedruckt. Von der Hof Bergmann habe ich mir die Changelog runtergeladen, ausgedruckt. Dann brauche ich da nur reingucken. Und wenn wirklich was nicht mehr geht oder das Spiel nicht startet oder weiß der Geier was, dann mache ich meinen Mod-Ordner leer und dann muss ich mal gucken. Dann ist es irgendein Mod, der da irgendwie reinfunkt. Dann ist doch logisch. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann kann man immer noch mal nachfragen. Aber erst versuche ich doch mal mir selber zu helfen. Ich habe auch hier den Falke habe ich angesprochen, weil bei mir was nicht so funktionierte, wie ich mir das vorgestellt. Das war auch mein Fehler. Gucken, einfach nur gucken. Ich habe es nicht gesehen, dass ich die Produktionsstätten nochmal extra kaufen musste. Ich hatte das Grundstück gekauft, habe aber übersehen, dass eben dieser, ja, es war halt dieser Fermentierer, der unten bei der Mischanlage steht. Bei der Futtermischanlage. Diesen kleinen grauen Punkt, den habe ich übersehen, dass ich den extra kaufen muss. Ja. War mir hinterher peinlich genug, dass ich gefragt hatte. Aber gut, sowas kann passieren, klar. Aber wenn du das dann siehst, dass solche Fragen gestellt werden, werden beantwortet und zwei Spalten drunter kommt die gleiche Frage nochmal. Ne? Also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Aber es ist leider so. Es wird es immer wieder geben, hat es immer gegeben, es wird es immer wieder geben. Nur leider ist halt auch ganz viel, dass eben immer mehr Leute aufhören, schöne Mods zu machen, weil denen das alles nur noch auf den Sack geht. Was ich natürlich auch verstehen kann.
man darf nicht vergessen, das machen die Leute alles in ihrer Freizeit, die kriegen ja kein Geld für. Und die gehen ja meistens eben ja noch arbeiten oder Schule oder ne, Familie, weiß ja Kuckuck was. Wir haben ja alle noch ein Privatleben, das darf man alles nicht vergessen. Also ich kann nur sagen, für meinen Teil, vor jedem Mapper und Modder kann ich nur den Hut ziehen. Ich habe es auch mal versucht, da was zu, nur was zu ändern. Das ist nachher eine Arbeit und gar nicht so einfach. Da steckt so viel Zeit und Liebe fürs Detail drin, das kann man gar nicht genug hervorheben. Genauso wie jetzt hier die Karte vom Yasuo. Der eine wird sagen, oh, langweilig oder ne? Macht sowas erstmal. Erstmal selber machen, besser machen. Dafür, dass das hier seine allererste Karte ist, Hut ab. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach nur Hut ab. Das Ding ist dafür genial geworden. Sicherlich geht es auch besser. Steht gar nicht im, ne? Gar nicht im Raum, gar nicht zur Frage, klar. Aber das kommt mit der Zeit, wenn man sowas öfter gemacht hat. Man muss es erstmal so hinkriegen. Ich kann es nicht. Bin ich ganz ehrlich. So, und jetzt genug geschleimt, sonst kommt der Yasuo wieder an und schlägt mich ab von oben bis unten vor lauter Dankbarkeit. Das will ich auch nicht. Bin ich mal so nass hinterher. Blech. Aber ich werde heute Nachmittag. Blödsinn. Ich werde mal seinen Kanal-Link hier unten mit reinsetzen in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal auf seinem Kanal gucken. Er spielt zum Beispiel diese Map hier gar nicht auf seinem. Da baut er nur dran. Er spielt andere Karten. Reingucken schadet nicht. Er wird sich für jeden Abonnenten freuen oder über jeden Abonnenten freuen, über jeden Daumen, ganz klar. Guckt einfach mal rein. Es ist ja auch noch Anführungszeichen relativer Neuling auf dieser ganzen Geschichte hier. Also, im Moment eifrig abonnieren und Daumen verteilen. Das kann nie schaden. Tut euch nicht weh. Und dem YouTuber und Mapbauer tut's gut. Ist einfach so. Und keine Angst, da wird keiner Millionär von. Über YouTube Millionär werden willst, dann muss aber schon was kommen. Zack. Was habe ich letztens in einem Video gesehen? Ach, wie war das noch? Mit YouTube Geld verdienen, irgendwie so nannte sich das. Man kann das so über den Daumen ungefähr ausrechnen, pro 1000 Klicks 1 Euro. So ungefähr so als Richtlinie. Ne? Pro 1000 Klicks 1 Euro. Dann könnt ihr mal so anfangen zu rechnen. Also was da kommen muss, bis du da richtig Geld mit verdienst. Und wenn es einen gewissen Betrag übersteigt, musst du ja auch das versteuern. Das kommt ja auch noch dazu. Da musst du ja dann anmelden. Also, was da so manche Leute denken, oh, ich mache mal ein YouTube-Video, dann mache ich richtig Kohle. Dann vergess mal. Ich will halt nicht sagen, wenn irgendwelche Firmen oder was weiß ich dann auf dich aufmerksam werden und sponsoren dir vielleicht, was weiß ich, die Spiele, Lenkrad oder Tastaturen, was weiß ich. Ja, das ist natürlich eine Menge wert, ganz klar. Würde ich mich auch darüber freuen, ich bräuchte dringend einen Stuhl, einen vernünftigen Gaming-Stuhl, weil ich habe ja so einen uralt ausgelutschten, ja, Bürostuhl, der knatscht und knietscht und da ist das Beste mal weg, das ist alles. Naja, aber das war das. Naja, also da wird ganz klar, wenn man sowas bekommt, geil. Aber wer kriegt das schon? Da muss ja auch erstmal einiges für kommen. Ne? Das darf man alles nicht vergessen. Und wenn du sowas bekommst, dann sollte man ja auch das Produkt dann dementsprechend auch erwähnen. Ne? Weil die sowas sponsoren, wollen ja auch was davon haben.
Sonst würden sie es ja nicht machen, ist doch klar. Obwohl, ne, liebe Firma Ricardo, ich hätte da kein Problem mit. Muss auch kein neuer sein. Habe ich was gesagt? Nee, ne? Alles gut? Okay. Nein, aber so ist es nun mal. Es ist nicht so, wie viele Leute meinen, dass du hier da Unmengen an Kohle scheffelst oder so. Ne? Ich habe das jetzt hier nur einfach vor ein paar Wochen mal angefangen, aus Spaß an der Freude. Ach, du dicke Heile, was haben wir denn hier wieder? Geht das wieder los? Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber so ab und an, auf der Multimap habe ich das auch. Dann tut das einfach nicht. Ja, von dieser Seite nimmt das wieder. Ich bin ja mal gespannt. So. Ja. Ob das in Zukunft dann auch auf der Hofbergmann auftritt. Das ist doch schon wieder. Auch dieses Feld hatte ich nämlich jetzt zum Beispiel komplett selber geflügt, gedüngt und abgedroschen, eingesät. Ja. Und jetzt tritt das hier trotzdem auf. Nicht mehr ganz so krass, wie es vorher war, aber es tritt auf. Tja. Äußerst merkwürdig. So, GPS aus. Den auch aus. Und dann können wir ja auch eigentlich schon anhängen, ne? Wir hängen den schon mal an. Ablasse, abkoppeln. Zack. So. Ja, guck mal. Ich muss gleich mal gucken, wie die Preise sind fürs Weizen. Vielleicht verkaufe ich das auch jetzt den Rest, damit wir wieder zu Talas kommen. Weil Hühner haben wir. Wollte wohl noch ganz gerne jetzt ein paar Mukus haben. So. Das Farmanei. Das klappt mal alt. So, klappt mal zusammen. Achtung, Achtung, jetzt komm ich. Habt das gesehen hier? Ist das eigentlich gezeichnet? Charlies Hofladen. Oder findet ihr das zu aufdringlich mit den Leuchten? Nee, ne? Man muss mich ja finden, das ist ja, ne? Nützt ja nichts. Allerdings finde ich, dass die Tafel hier falsch steht. Die müsste anders stehen. Ich kann die leider nicht umsetzen. Täglich frische Milch, ich gucke es. Das kann ich noch nicht. Eierlikör, Joghurt, täglich frische Milch. Ah. Interessant, man hört ihn sogar schreiben. Halt. Kommen Sie nahe. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Da. Nein. Was ich jetzt so mache.
Ach, schade, geht nicht mehr. Wie ich die hier hingestellt habe, konnte man nämlich mal eine Packung Eierprobe kaufen. Und dann kam die wirklich da unten raus. Ne? Die wurde dann nach vorne geschoben und dann kam die unten aus der Klappe wieder raus. Na gut, will er jetzt nicht. Dann nicht. Dann lassen wir ihn. Katsching. Auf dem Discord ist auch wieder der Bär los. Hätte den auf ruhig schalten sollen, ne? Habe ich aber nicht. Und warum nicht? Weil ich vergessen habe. So. Dann wollen wir mal den Eumel da hinten reinfummeln. Tari, tari, tari. Immer schön mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. Mal gucken, ob er dann noch zuckt. Ja. Das reicht. So, kommt der da rein. So. Aus. Ah, jetzt nehmen wir den nächsten nach Hause. Was ist der? Einsteigen. Oh, guck mal, er ist nicht ganz fertig geworden. Traut er sich wieder nicht. Lassen wir ab. Schalten wir ein. Dann machen wir das eben noch fertig. Den Streifen. Barbara Streisand, haha. War doof, ich weiß. Er war nicht gut. Der war nicht gut. Ein Schluck Wasser wäre nicht schlecht. Ein Schluckel Wasser. Schlucki, schlucki. Schlucki, schlucki. So, hier habe ich Baumwolle drauf gesetzt. Weil wegen, mal achte oben rechts, wegen meinem Kontostand. Weil Baumwolle bringt ja gutes Geld. So, siehst du, dann sind wir hier durch. Den hoch, Zammerklappen. Waschen, wegstellen. So, Strohballen habe ich ja noch einiges da stehen. Da werde ich wie gesagt, das Strohlose einholen. Aber, also irgendwie haben wir heute schlechte Windverhältnisse. Also Flugzeuge kommen mir heute extremst laut vor. Weil letztes Mal fand ich das nicht so extrem. Wieso geht denn überall die Farbe so ab? Das ist ja... Was ist das für ein billigen Rotz? Keine Grundierung drauf gemacht oder sowas? Das sieht ja schlimm aus. Doch dreimal mit Arbeiten ist das Ding komplett silber oder was? Man muss ja neu lackieren oder wie? Was das wieder kostet.
ätzend. Sowas. Hab das aber gar nicht so lange. Letztes Mal bin ich aufgepasst, ne? Da habe ich hier den Deckel nicht richtig zugemacht. Die ganze Kiste am Schirm, das ganze Werkzeug da drin, alles lassen. Das war nicht so schön, musste ich alles trockenlegen und sauber machen und putzen. Und unnötige Arbeit, die nicht hätte sein müssen. Nur weil ich Dussel wieder nicht aufgepasst habe. Ne? Aber so ist das mit die Dussels. Ich kenne mich da aus. Ja. So, falsch rum. So muss sein. So, sehen Sie wohl. Ja. Stellen wir weg. Den stellen wir auch weg. Soll ich euch was sagen? Also ganz im Vertrauen. Das Video ist zu Ende. Weil ich auf Uhr gucke, entlangt. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder, meine Freunde. Ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend und Nacht, wie auch immer. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Daumen, bla bla bla, kennt ihr. Ne? Bis dahin. Tschüss.